Ich grüße euch Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Grinding-Ausgabe mit WWE Supercard. Leute, die Woche ist vorbei, es ist Samstag. Wir sind mitten in der Ring-Domination um den guten Kofi Kingston, wo ich ja bereits in der letzten Ausgabe schon angesprochen habe, dass ich mir den guten nicht holen werde, weil ich halt in der RTG es durch WWE 2K19 einfach nicht geschafft habe, mir diese Karte zu ergattern. Es ist halt einfach, wie es ist, waren halt andere Sachen dann doch wichtiger gewesen zu diesem Augenblick. Aber ich möchte mir trotzdem die Chance nicht nehmen lassen, mir den guten Carl Anderson auf SummerSlam 18 noch mit zu ergattern. Ja, was gab es sonst so Neues? Pull habe ich keinen gehabt. Ich habe so, ihr kennt das, ne? Wenn man irgendwie so ein Gefühl hat. Und so ist es bei mir heute. Ich habe so irgendwie das Gefühl, dass wir heute unseren Pull haben werden. Weil ich bin ja gegenwärtig auf SummerSlam 18++ hier durch die ganzen WWE 2K19 Karten. Und ich könnte es mir sehr gut vorstellen. Also ich habe ja jetzt auch die Goliath-Karte komplett gemacht gehabt. Ne? Das sind ja auch noch ein paar Resets. Dann waren da vorher noch ein paar gewesen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass heute dabei noch was rumkommt. Und dann habe ich ja bereits angesprochen gehabt, dass wir uns heute mal mit einem Thema beschäftigen wollen. Ihr wisst ja selber, ich nutze ja diese Grinding-Ausgabe immer als meine ganz persönliche Therapiestunde, wo ich mir einfach mal alles so von der Seele reden kann. Und so auch heute. Wir werden heute nämlich mal über, eigentlich war der Ausschlag ein Video gewesen vom guten Finchi von Finchis Welt. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Ich werde euch das Video mal in der Videobeschreibung unten mit reinhauen. Könnt ihr euch mal angucken. Das Thema war gewesen, Gamer in der Gesellschaft oder wie du als Gamer so durchs Leben gehst oder wie du halt in der Gesellschaft angenommen wirst, akzeptierst wirst und was weiß ich nicht alles. Der Finchi hat da wirklich sehr, sehr gute Beispiele gebracht, sehr gut argumentiert, muss ich ganz einfach mal sagen. Es gab dann noch ein anderes Video von einem anderen YouTuber, dessen Namen ich jetzt hier nicht nennen möchte, weil die Antwort, die er da drauf gemacht hat, dazu möchte ich hier jetzt einfach nicht Stellung beziehen und das war einfach Pisse. Ja, ich habe einfach gedacht, ich nutze diese Gelegenheit und rede dann einfach mal so ein bisschen darüber, wie ich hier so mit dem Thema Gaming so durchs Leben gekommen bin bis jetzt. Es klingt ein bisschen blöd, ne? Ja, wie es für mich so aussieht im Freundeskreis, Familienkreis, Arbeitsumfeld, das allgemeine Leben halt so als Gamer. Ich muss von vornherein sofort sagen, dass mir persönlich diese Leidenschaft und dieses Hobby Gamer in keinster Weise irgendwann schon mal im Wege stand. Überhaupt nicht. Manchmal eher im Gegenteil, weil sich immer wieder Leute so entpuppen, die halt mit Gaming dann in irgendeiner Form auch was anfangen können. Und selbst wenn es einfach nur so ein Super Mario ist oder was weiß ich nicht alles, ne? Irgendwie hat jeder so einen kleinen Bezug zum Gaming und kann damit ein bisschen was anfangen. Und selbst wenn irgendwie so eine Leute sich eine PlayStation 4 holen, was will meine Katze schon wieder? Simba? Junge! Hey! Ja, gucke nicht. Hör auf. Ja, selbst wenn so eine Leute, also jetzt wird er frech, ne? Sag mal. Selbst wenn es so eine Leute gibt, die sich eine PlayStation 4 holen und sich, sage ich mal, jedes Jahr das neue FIFA holen oder sowas. Ich persönlich setze mich definitiv hin und sage, ich möchte Gamer von Gamer nicht unterscheiden. Für mich sind Leute, die ja sich jedes Jahr einfach nur ein FIFA holen und das zocken, sind für mich auch Gamer. Definitiv, weil ich möchte wirklich ja Videospielkonsumenten, Gamer nicht irgendwie staffeln und sagen, hier, du bist mehr Gamer, weniger Gamer und was weiß ich nicht alles. Es gibt Leute, die zocken sehr viel, es gibt Leute, die zocken weniger, aber trotzdem ist und bleibt man ja nun mal jemand, der Videospiele konsumiert. Und selbst wenn es jemand ist, der sich einfach jedes Jahr FIFA holt. Ist so meine Einstellung, ne? Und ich habe es ja selbst oft erlebt, dass wenn ich so eine Leute hatte, die kennengelernt hatte, mit denen geredet hatte, Arbeitskollegen hatte und mit denen darüber geschnackt hatte, die halt jedes Jahr FIFA gespielt haben. Und da war es dann trotzdem cool, mit dem mal darüber zu reden. Nimm mal jetzt mal als Beispiel, die hatten eine PlayStation 4 und man hat dann halt so ins Gespräch gekommen und hat gesagt, ah, da gibt es auch noch andere coole Sachen, hast du Uncharted mal angeguckt? Man kommt dann natürlich mit diesen Blockbustern, die halt wirklich, ja, auch Leuten, die jetzt mit den Genres nicht so viel am Hut haben, die dann trotzdem irgendwie so ein bisschen die Augen öffnen und so denken, wow, was geht denn hier jetzt noch, ne? Und hat dann mal ziemlich gut geklappt gehabt, ne? Und ich hatte dann wirklich viele interessante Gespräche gehabt, ne? Aber Leute, wir wollen mal nicht so weit nach vorne rücken. Es fängt natürlich alles viel früher an. Ich habe wirklich, seitdem ich 5 oder 6 Jahre alt bin, ich glaube mit 6, also das ist zumindest so der Augenblick, wo ich mich wirklich noch dran erinnern kann, da hatten wir dann halt wirklich das NES damals gehabt,
haben damit viel gespielt, also Mario dann gespielt gehabt, Tetris und was damals nicht alles war. Das World Soccer, das Fußballspiel dort und was weiß denn ich nicht alles. Also ist wirklich mit Nintendo bei mir losgegangen. Erst danach habe ich tatsächlich meinen ersten Gameboy gekriegt. Und man muss aber sagen, irgendwie die Zeit, und das ist auch überhaupt nicht schlimm, weil es ist einfach der Wandel der Zeit. Es ist natürlich jetzt eine sehr. Wir sind natürlich jetzt sehr geprägt von Technologie und wie die halt in unser tägliches Leben halt mit verflochten ist. Das war damals, wo ich hier so Altersklasse 6, 7 bis 12, 13 Jahre, obwohl das gar nicht so lange her ist, denke ich eigentlich mal, war das natürlich ein bisschen eine andere Nummer gewesen. Damals hatte man also auch einfach nicht so das Geld gehabt. Also ich und meine Familie zumindest nicht, ich sowieso nicht. Ich habe zu der Zeit natürlich noch nicht gearbeitet. Und ja, man hatte dann halt bloß so ein, zwei, drei Spiele, die hast du irgendwann durch und was weiß ich nicht alles. Und da hast du halt nicht die ganze Zeit so da gesessen. Damals war es wirklich so gewesen, man hat sich, ich war damals dann auch später noch so ein bisschen im Basketballverein gewesen und so eine Sache halt. Und man war trotzdem irgendwie immer mit Freunden und draußen und sowas unterwegs gewesen. Und damals war es halt wirklich so, man hat sich ja zum Zocken auch manchmal getroffen bei den Kumpels dann zu Hause, weil natürlich. Dadurch, dass man ein Kind war und natürlich nicht selber so entscheiden konnte, was man so kriegt, bekommt und was weiß ich nicht alles, hast halt einen Kumpel gehabt, der hat ein Sega Master System gehabt, dann hast du einen Kumpel gehabt, der hat einen Mega Drive gehabt, dann später ging es dann los, dann hat irgendjemand ein Super Nintendo gehabt und dann hat man sich dort dann halt getroffen und hat gemeinsam miteinander gezockt. Ist heute natürlich ein bisschen was anderes, ne? Heute halt, weil wirklich Technologie hat einen ganz anderen Stellenwert heutzutage in unserem Leben. Und natürlich kriegen Kinder. Ich persönlich bin jemand, der sagt, ich finde das nicht schlimm, dass Kinder natürlich sehr schnell an so ein Spaß, Entertainment, möchte ich es jetzt mal nennen, Spaßgeräten, natürlich sehr schnell rangeführt werden und dass dann oft der Weg da ist, dass sie sehr schnell ihre eigene Konsole kriegen. Und in dem Punkt hat sich es nur ein bisschen gewandelt. Früher hat man sich getroffen, um zu zocken, und das ist heute einfach nicht mehr. Natürlich, heute ist alles online. Und ich finde das immer schlimm, wenn, und ich merke das auch selber, wenn ich so im Freundeskreis, wenn man so darüber redet und wenn man dann so schimpft und sagt, ja, heutzutage die glucken alle Häme und zocken und was weiß ich nicht alles. Da bin ich dann immer jemand, der dann sagt, wenigstens, wenn sie schon zocken die ganze Zeit, weil du kannst es als Eltern, kannst es irgendwann nicht mehr handeln und kontrollieren. Wenn sie schon zocken, machen sie es wenigstens zusammen mit gleichgesinnten Kumpels und quatschen mit denen, weil es ist gerade in diesem Alter sehr wichtig, dass sie so soziale Kontakte pflegen, ganz einfach, um ja, sich dahingehend zu prägen in der Art, wie sie miteinander reden, wie man kommuniziert, wie man auf Bedürfnisse von anderen eingeht und was weiß ich nicht alles. Und wenn das nun mal heutzutage so ist, dass die Videospiele bei Kindern diese Hürde halt nehmen, dann ist das so. Ich sage auch mal ganz ehrlich, heutzutage im Berufsleben ist man immer mit Technik und was weiß ich, Computertechnik, man ist mit so vielen Sachen immer konfrontiert und ich bin dann halt wirklich so jemand, ich finde das nicht schlimm, wenn dann so ein spielerischer Umgang, wenn ein Kind jünger ist, man muss natürlich alles irgendwie dimensionieren und in Grenzen halten können. Ich selbst bin noch kein Familienvater, aber ich denke mal, so eine Leute wie der Mirko oder der Finch, die können da natürlich eher irgendwie Stellung zu beziehen. Ich finde es nicht schlimm, wenn Kinder in einem jüngeren Alter schon an Technik herangeführt werden, sei es ein Tablet, ein DS, was weiß denn ich nicht alles, weil ganz einfach diese Berührung mit Technik da ist, ne? Und in irgendeiner Form, selbst bei so einer Videospielkonsole, steckt ja irgendwie ein Betriebssystem dahinter. Man muss sich durch Menübäume klicken und man muss das irgendwie so ein bisschen verstehen und was weiß ich nicht alles. Wir hatten damals VTech-Lerncomputer gehabt. Ich weiß gar nicht, ob es das heute auch noch gibt. Aber ich denke mal schon, ne? Und da war es ganz genauso. Da waren natürlich auch Spiele drauf gewesen und dann so eine kleine Rechenspiele und was weiß ich nicht alles. Ein Kumpel hatte damals nämlich auch einen gehabt, da haben wir immer mal zusammen dran gesessen, ne? Und das gab es ja damals auch. Nur das gibt's halt heute, wird heute in der Art und Weise nicht mehr so genutzt. Also zumindest ist das so mein Eindruck. Und deshalb, ich finde es nicht schlimm, wenn Kinder da jetzt so am Anfang schon viel, viel zocken oder sich mit sowas halt beschäftigen. Man muss natürlich alles in Grenzen halten. Wenn es dann natürlich so losgeht, dass da Kinder im Alter von 9, 10, 11 Jahren, nämlich jetzt einfach mal so als Grenze, dann sich wirklich die Nacht um die Ohren schlagen und dann einfach frühs, wenn sie in die Schule müssen, komplett kaputt sind und dort dem Unterrichtsgeschehen nicht mehr folgen können. No go, sowas geht nicht und da müssen dann natürlich ganz einfach auch ein bisschen die Eltern ein bisschen aufpassen. Ich weiß, dass man das so einfach sagen kann, weil man es einfach nicht kontrollieren kann, aber was willst du machen? Muss es ja jeden Tag aus dem Zimmer räumen bei dem oder was weiß ich nicht alles. Wie willst du es als Elternteil immer kontrollieren? Schwere Sache,
Aber wir driften komplett vom Thema ab. Wir wollten einfach darüber reden, wie dann halt hier Videospiele und was weiß ich nicht alles. Aber auf jeden Fall, so war das bei mir als Kind gewesen, ne? Man hat sich halt für Videospiele getroffen mit den Kumpels und was weiß ich nicht alles. Ist aber, wie gesagt, heute ganz anders und kann man einfach absolut nicht mehr vergleichen. Ne? Es ist ganz einfach eine andere Zeit. Dann irgendwann, wo Lehre und also Schulzeit. Ja, Schulzeit sage ich halt, dass das nehme ich da halt mal komplett mit rein. Irgendwann kam die Pubertät und ich war damals halt jemand gewesen, ich war viel unterwegs gewesen. Trotzdem war Zocken irgendwie immer allgegenwärtig gewesen und man hat trotzdem immer wieder so PlayStation 1-mäßig Tekken zusammengespielt und was weiß ich nicht alles. Aber irgendwie immer so unter dem Punkt gemeinsam und so, ne? Das war bei mir zumindest damals deutlich so zu erkennen gewesen. Und ja, ich habe damals natürlich auch ein Resident Evil oder ein Tomb Raider oder was weiß ich nicht gespielt gehabt auf der PlayStation 1. Und damals später PlayStation 2 Zeiten, gut, da war ich dann schon in der Lehre gewesen. Und ja, so war das gewesen. Später, wo ich dann natürlich, wo dann Berufsausbildung und Lehre bei mir losging, da gebe ich ehrlich zu, habe ich so ein, zwei Jahre nicht so viel gezockt gehabt. Oh, hier ist noch Ton an. Mach das weg! Habe ich so ein, zwei Jahre wirklich nicht viel gezockt gehabt. Da waren wirklich andere Sachen wichtiger gewesen. Man muss auch dazu sagen, ich war in meiner Lehre in diesen Praktikumszeiten auch damals auf Montage immer gewesen. Ich war halt viel unterwegs gewesen. Und damals, ich hatte keinen Fernseher übrig gehabt und was weiß ich nicht alles oder irgendwie die Möglichkeiten, Sachen zu verstauen, weil ich kein eigenes Auto hatte und konnte da natürlich nicht immer übelst die Technik mitnehmen. Laptop hatte ich damals zu der Zeit nicht gehabt, die waren damals so wie heute eigentlich auch immer noch schweineteuer gewesen und ich hatte einfach die Kohle nicht. Und da war halt mit Zocken einfach mal nicht mehr so viel gewesen, so für eine gewisse Zeit lang. Irgendwann war Berufsausbildung vorbei gewesen und dann ging halt der Sprung ins Arbeitsleben los. Und da muss ich wirklich sagen, stand mir Zocken nie im Wege. Im Gegenteil, ich habe auch wirklich immer Kollegen gehabt, mit denen ich darüber reden konnte. Man hat gefachsimpelt, oh, die Spiele kommen raus. Damals war auch so meine Zeit so Trophäenjägermäßig. Da hatte ich Kollegen gehabt, konnten damit überhaupt nichts anfangen, habe ich denen das so ein bisschen erzählt. Dann haben die auch angefangen, Trophäen zu sammeln und was weiß ich nicht alles. Es war wirklich eine coole Zeit gewesen. Und ich sage auch mal, wenn dann so eine Debatten kommen hier so wegen Killerspiele und was weiß denn ich nicht alles, ich bin dann so einer, ich sage mir dann immer, dann lass die Leute doch einfach dumm sterben. Also ich suche dann wirklich nicht die Konfrontation mit diesen Menschen, weil die ganz einfach in ihrem Meinungsbild so eingefahren sind und du diese Leute eh nicht überzeugen kannst. Ist im Prinzip dasselbe, wenn du dich mit jemandem über Fußball unterhältst und der mit Fußball absolut nichts anfangen kann und das total verpönt, der dann halt einfach sagt, die Spieler kriegen zu viel Geld, das sind 22 Idioten, die den Ball hinterherhechten. Du kannst mit diesen Menschen nicht mehr reden. Der ist in seiner Meinung so eingefahren und ich bin dann ganz einfach in so einer Position und sage mir dann so, es soll jetzt nicht meine Aufgabe sein, sein Meinungsbild und die Welt zu ändern. Ist halt einfach, wie es ist. Der ist dann halt einfach in der Situation ein bisschen dumm. Das ist ganz einfach so. Und ja, und deshalb, ich bin dann sowas aus dem Weg gegangen. Also sage ich ganz ehrlich, oder wenn dann, oder heute ist es auch noch so, wenn ich da mit manchen so drüber rede, die dann wirklich dann so reagieren. Du spielst Videospiele, wie alt bist du nochmal und was weiß ich nicht alles. Ich sag da wirklich, da stehe ich drüber. Da sage ich mir, dann lass ihn labern. Dann lass er einfach labern. Also das, zum Glück habe ich so eine Situation nicht so häufig, also was heißt eigentlich fast nie, aber sie sind natürlich manchmal da und da gehe ich der Sache aus dem Weg. Ich brauche darüber nicht diskutieren. Wir sind heutzutage ganz einfach durch das Internet so miteinander vernetzt, dass man ganz einfach viele Gleichgesinnte finden kann, dass man Leute finden kann, mit denen man sich austauschen kann, mit denen man fachsimpeln kann und was weiß ich nicht alles. Da kann man auch mit denen dann in Ruhe darüber reden und muss das ja dann nicht in seinen täglichen Alltag, dann so, täglicher Alltag ist auch eine geile Aussage, in sein tägliches Leben dort mit implementieren und dann irgendwie damit so einen Leuten. Wir sind keine Monarchen, keine Missionare, die Missionäre, die dann halt überzeugen können und was weiß ich nicht alles. Manche Leute sind so eingefahren, ne? Der Finchi und so, die haben dann noch über so Cosplay und so geredet. Das kann man komplett projizieren, die Problematik darüber. Ich finde es so schön, dass in Sachen Cosplay, nehmen wir das jetzt mal als Beispiel, dass es Messen gibt, dass es Foren im Internet gibt, was weiß ich nicht alles. Natürlich auch YouTube dürfen wir auch absolut nicht vergessen, wo die Leute sich dann halt einfach auf Kanälen im Rahmen einer Community finden können, dort ihre Meinung austauschen können. Finde ich klasse, weil die Leute haben es, denke ich mal, wirklich noch schwerer. Und ich finde das dann immer schön, wenn es dann Messen gibt und was weiß ich nicht alles, wo
Gleichgesinnte dann wirklich eine schöne Zeit miteinander verbringen können und ganz einfach ihr Hobby gemeinsam frönen können. Aber das ist es nun mal, wenn wir jetzt wirklich mal so über das Thema Hobby reden. Gaming ist halt Hobby. Genauso wird es auch sein, wenn du ein anderes Hobby hast. Sag mal jetzt wirklich mal ein Hobby, was in der Gesellschaft anerkannt ist. Sagen wir mal Fußball oder was weiß ich nicht alles. Trotzdem bist du auf der Suche nach einem Verein, sage ich jetzt mal, in deiner Stadt, um dort Gleichgesinnte zu finden. Ihr werdet, denke ich mal, nicht so unbedingt so Vereine in eurer Stadt haben, die sich mit Videospielen beschäftigen. So eine Leute treffen sich dann halt im Internet oder was weiß dann ich nicht alles. Ist genau dasselbe Prozedere, ne? Oder wenn dann Leute sind im Modellbauverein. Nehmen wir mal sowas, ne? Gesellschaftlich natürlich komplett anerkannt. Sag mal, ich mache Modellbau. Oh, geile Sache. Habe ich mal was gesehen, Miniaturenpark Hamburg, geile Nummer habe ich gesehen, Galileo. Man hat natürlich kein Gesprächsthema, weil die Leute was damit anfangen können, weil es ganz einfach natürlich durch die Medien natürlich eine ganz andere Präsenz hat. Nehmen wir es jetzt mal einfach so als Beispiel. Und deshalb ist es einfach anerkannt. Und die Leute treffen sich in einem Verein. Kann ich jetzt halt nicht mit Videospielen. Ich habe mir halt YouTube dann irgendwann gesucht, ne, um dann halt irgendwie Gleichgesinnte zu finden. Habe dann aber natürlich vorher halt auch über diverse Spiele. Ich habe es oft schon erzählt gehabt, dass ich halt Destiny sehr lange gezockt habe. Es gibt ja, ohne Scheiß, Leute, Destiny 1, ne? Es gibt ja eine App fürs Handy, wo man dann die Spielstunde pro Charakter sehen konnte. Und wo ich dann mal die Zahl gesehen habe, wie viele Spielstunden ich in dieses Spiel gesteckt habe, bin ich ganz ehrlich, hat es mir auch ein bisschen die Ohren geöffnet und hat mir gesagt, oh wow, so geht das nicht, weil ich habe ja wirklich meinen Tagesablauf danach gerichtet. Also es war zumindest jetzt nicht so, dass ich einfach nicht mehr auf Arbeit gegangen bin oder was weiß denn ich nicht alles. Aber es war wirklich so, Häme gekommen, was weiß ich noch, einkaufen gegangen, das gemacht und was weiß ich nicht alles. Und dann hat man eigentlich jede freie Minute da gesessen und hat Destiny gezockt. Und so ist dann halt, bin im Jahr, war es im Jahr, ja, ein bisschen mehr wie im Jahr, es ist dann halt wirklich so dazu geführt, dass da ganz einfach mal so an die 1500 Spielstunden auf der Uhr standen. Deshalb, ich weiß, wovon ich rede, auch wenn dann Leute so WoW-mäßig jetzt so viel unterwegs sind. Ich sag wirklich, ich habe immer, wo damals diese WoW-Kontroverse war, ne, es war auf immer ein Spiel da gewesen, Rollenspiel, ich kann mit WoW, ich muss dazu sagen, ich habe WoW nie gespielt. Also, wenn ich da jetzt falsche Aussagen zu mache, dann nimmt es mir nicht übel oder korrigiert mich dann in den Kommentaren, dass ihr wirklich sagt, ah, Christian, das ist nicht so ganz richtig. Aber ich will über das Spiel an sich jetzt nicht so viel reden, sondern mir geht es um dieses Phänomen, dass Leute ganz einfach so viele Stunden da miteinander verbringen und dort ihre Raids machen und was weiß denn ich nicht alles, habe ich auch immer so mit einem Auge drauf geguckt und habe mir gesagt, das darf doch nicht wahr sein, ne? Das ist doch Sucht und so. Sucht ist es sowieso, das Thema hat man hier auch schon oft genug gehabt. Aber als dann bei mir der Punkt war und ich das dann wirklich so mit Destiny hatte, also da gebe ich ehrlich zu, konnte ich die Leute verstehen und habe dann wirklich gemerkt, wie schnell man dazu überspringt, dass man wirklich da, man ist dann süchtig und man will das halt einfach die ganze Zeit zocken, ne? Und besser werden, bessere Waffen, besseren Loot. Was anderes ist das hier mit Supercard jetzt auch nicht unbedingt. Deshalb möchte ich natürlich so dieses Denken, was dann so Leute haben gegenüber WoW-Zockern oder Leute, die ganze Zeit Counter-Strike oder was weiß denn ich nicht alles spielen, dass man dann immer so sagt, das sind irgendwelche Arbeitslose und was weiß ich nicht alles. Klar, hat man so eine Leute, habe ich in meiner Destiny 1 Zeit auch kennengelernt gehabt, aber das ist wirklich nicht die Allgemeinheit, absolut nicht. Das ist eher eine Randgruppe, die halt so sind. Natürlich ist dann durch Vorurteile, durch Klischees werden diese Leute immer wieder genannt, wo ich von meiner Erfahrung zumindest, was jetzt in Destiny angeht, absolut die Sache aber verneinen kann und gemerkt habe, das sind Leute, die ganz normal im Berufsleben stehen oder was sie die Ausbildung machen, studieren oder was weiß denn ich nicht alles. Und man darf da wirklich nicht alle über einen Kamm scheren. Aber ansonsten muss ich wirklich sagen, auch jetzt so im Familienkreis, ich hatte natürlich das große Glück gehabt, zum Beispiel, wo ich klein war, Kind, Jugendlicher, mein Vater war auch sehr interessiert gewesen, so Videospiele, eh sehr technikbegeisterter Mensch, mein Vater. Und das hat er so als Kind dann auf mich projiziert. Und ich sage ganz ehrlich, wenn ich hier irgendwann vielleicht mal Kinder habe und dann kommt dann ein Junge, hoffe ich natürlich, ich sage ganz ehrlich, dass man das dann genauso macht, dass man ganz einfach seine Leidenschaft ruhig auf das Kind mit projiziert, in Maßen, das konnten meine Eltern auch, die haben das sehr gut hingekriegt, muss ich wirklich mal sagen. Klar, ab einer gewissen Zeitpunkt, wenn das Kind pubertiert, gehst du natürlich dem Stress vielleicht aus dem Weg und sagst, ach, dann lass ihn machen, Hauptsache Schule stimmt und so, ne? Ist ja nun mal so. Wie willst du es machen, ne? Und heutzutage ist das natürlich noch schwerer. Die Kinder reden ja jetzt ganz anders mit ihren Eltern wie wir damals. Ich habe ja dann einen Klaps auf den Po gekriegt hier. Naja, so ist es nun mal. Und ja, aber ansonsten, auch heute noch,
Ich kriege, erstmal kommen wir jetzt zu dem Punkt zum Beispiel, erstmal danke an alle, die die Woche das irgendwie mitgekriegt haben, aber was weiß ich nicht alles, und mir zum Geburtstag gratuliert haben. Vielen lieben Dank, Leute. Ich hatte die Woche nämlich Geburtstag gehabt. Und das ist ein perfektes Beispiel. Guck mal, ich bin 32 Jahre alt geworden und ich habe von meinen Eltern zum Beispiel einen Gutschein gekriegt, wo dann gesagt wird, das ist für ein Videospiel. Kannst dir nur ein Spiel kaufen. Oder weil sie halt selber so gesagt haben, du hast doch von dem Endspiel geredet, was da irgendwie kommt, was du auch Videos zu machen willst und was weiß ich nicht alles. Haben sie sich gemerkt, Mütter können das eh mal gut, die haben in ihrem Kopf eine Liste, wo sie dann wissen, alles klar, das holen wir als Geschenk. Und da habe ich da halt so eine Liste, so einen Gutschein gekriegt, damit ich mir dieses Spiel da halt kaufen kann. Es ist halt überhaupt kein Problem, auch in dem Alter jetzt noch. Dass sie da halt wirklich sagen, oh, der zockt halt gerne. Das ist halt einfach so. Und jetzt kommen wir mal zu diesem Riesenthema, was ich aber halt in einem anderen Video gesehen habe. Wie Videospiele, Gaming eventuell dazu führen kann, dass man keine Frau, Freundin kriegt, halten kann, nicht halten kann. Was weiß ich nicht alles. Da kommt gleich meine Katze vorbei. Ich muss dazu sagen, dass mir dieses Hobby-Videospiel jetzt irgendwie nie im Weg gestanden hat, irgendwie eine Beziehung zu führen, aufzubauen, zu finden, eine langfristige Beziehung zu führen, was weiß ich nicht alles. Das ist in meinen Augen völliger Quatsch. Weil Hobby bleibt Hobby. Man muss sich immer arrangieren. Das ist nun mal ganz einfach so. Gut, es gibt auch Leute wie mich jetzt gegenwärtig, die natürlich einfach mal richtig Glück haben und dass dann natürlich so eine Frau auch mal komplett so das akzeptieren kann mit so einem Hobby, also in voller Esse und vielleicht auch selber da ein bisschen dran interessiert sind. Aber ich hatte natürlich auch schon, was weiß ich, Beziehungen gehabt, wo das Thema Videospiele wirklich da auf taube Ohren gestoßen ist, wo es dann wirklich hieß, das interessiert mich nicht und was weiß denn ich nicht. Also, hat trotzdem funktioniert. Hat trotzdem funktioniert. Eventuell muss man dann natürlich mal ein bisschen zurückstecken und das ist ja ganz normal, ne? Aber mir persönlich hat dieses Hobby da noch nie im Weg gestanden. In keinster Weise. Es ist immer eine Art und Weise, wie man sich gibt und was weiß denn ich nicht alles. Und wenn man natürlich sich dann irgendwie wie so ein Trauerkloß hinstellt und sagt, nee, ich zock gern Videospiele. Was erwartet ihr, ne? Aber wenn du ganz einfach so deinem Redefluss und dann kommt so ein Thema mal auf, ich würde sowas auch nicht gleich als erstes sagen. Aber wenn es dann irgendwie mal so aufkommt, was machst du gerne und du sagst dann, no, ich zock dann auch gerne abends mal, ne? Ihr müsst euch, das ist wie beim Bewerbungsgespräch. Man muss sich ja auch irgendwo gut verkaufen. Sagst dann halt, ja, ich mach gerne das und das, das und das. Und dann kann man halt auch einfach mal sagen, aber dann so an sich zocke ich halt auch mal ganz gerne, ne? Und dann ist es raus, die Bombe ist geplatzt, da ist doch alles gut, der Gegenüber kann sich ein bisschen darauf einstellen. Und sei auch mal ganz ehrlich, wenn wirklich die Situation ist, dass der Partner sich dann auf Grundlage dessen von einem trennt, ist es klar, tut's weh, aber auf irgendeine Art und Weise ist es vielleicht auch eine gute Sache, weil ihr auf Dauer wahrscheinlich eh nie glücklich geworden wärt, weil ihr ganz einfach eurem Hobby nicht mehr richtig frönen könnt. Aber soweit wollen wir es gar nicht erst kommen lassen, ohne Titankarte. Soweit wollen wir es gar nicht erst kommen lassen, Leute. Wie gesagt, mein Rat ist wirklich, geht offen damit um. Es gibt, wenn ihr dann so, halt wirklich, so mache ich es, wenn dann so wirklich Konfrontationen kommen. Ich persönlich gehe dem halt wirklich aus dem Weg, weil ich mir wirklich sage, das ist nicht meine Aufgabe. Das ist es, so Leute bekehren zu wollen. Also das ist, ach, man kann natürlich von dem Hobby erzählen und natürlich hatte ich so eine Gespräche auch gehabt, dass es dann darum ging, dass ich dann über so ein Spiel geredet habe, was rausgekommen ist, oder Leute mich sogar angesprochen haben, weil sie mich natürlich kennen und mein Hobby kennen und was weiß ich nicht alles. Dann sagen, Mensch, ich habe in der Werbung da jetzt was gesehen, so ein Spiel. Hast du das jetzt etwa auch schon gespielt? Meistens kommt die Frage dann so auf die Art und Weise, so wie auf die Art hier so, hast du etwa auch? Ja, ist klar. Und dann redet man trotzdem drüber und dann schweife ich auch gerne mal aus und rede halt wirklich mal so 5 bis 10 Minuten nur über ein Videospiel. Aber das ist halt meine Art. Ich kann es nicht ändern. Und wie gesagt, es ist wirklich im Endeffekt so, wie ihr selbst damit umgeht und das halt so ein bisschen nach außen tragt, ne? Also seid wirklich Leute, ich sag's ganz ehrlich, schämt euch nicht dafür. Schämt euch absolut nicht dafür, dass ihr sagt, ihr zockt gerne Videospiele. Ist so wirklich meine Meinung. Sagt wirklich, ja, ich zock dann halt auch mal gerne und das ist ein Ding, wo man sich echt nicht für schämen muss. Und ich will da wirklich keine Abgrenzung machen von früher zu heute. Das war schon immer so. Wenn du dazu stehst und wenn du das in irgendeiner Form ordentlich dich artikulieren kannst, argumentieren kannst, wirst du damit nie auf Probleme stoßen. Das ist wirklich so. Und wenn euch einer blöde kommt,
Und ihr sagt, na, ich zock halt gerne Videospiele. Und mal unter dir bei euch jetzt hier, die was weiß ich hier so 16, 17, 18 Jahre alt sind, die eigentlich ihre Füße in die Disco schleppen müssten. Ihr wisst, was ich meine. Wenn so eine Diskussion kommt, Familie oder was weiß ich nicht alles, dann sagt einfach wirklich, lieber zocke ich hier ein Videospiel, als die ganze Nacht in der Kneipe oder Disse zu sitzen, 50, 60 Euro zu versaufen und dann geht es mir eine ganze Woche schlecht und ich habe wahrscheinlich Dinge getan, die mir im Nachhinein noch irgendwie richtig Stress machen. Das ist so. Nehmt es nicht als Nachteil, dass ihr Gamer seid. Absolut nicht. Ich würde es jetzt nicht unbedingt bei die Bewerbung unter Sonstiges reinschreiben. Das solltet ihr jetzt auch nicht machen. Aber seid wirklich, ich will nicht unbedingt sagen, seid da stolz drauf, aber ihr müsst damit klarkommen. Das ist doch alles gut. Und wenn es dann in der Gesellschaft immer wieder welche gibt und diese Debatte, Killerspiele und was weiß ich nicht alles, die werden wir auch in 10, 15 Jahren noch haben. Und erst recht, wenn wir dann jetzt in so eine Sphäre übergehen jetzt mit VR und was weiß ich nicht alles, wo ich jetzt so ein bisschen der Meinung bin, dass ich das auf dem allgemeinen Markt nie implementieren wird und das ist zu teuer und viele kommen da auch nicht mit klar, Motion Sickness und was weiß ich nicht alles. Ich kann große Fresse haben, ich habe so ein Ding einmal aufgehabt und das war nicht sonderlich lang. War geil. Ich sag mir halt so, brauche ich das für mein tägliches Leben jetzt hier so, für mein Gaming-Dasein? Naja, aber wenn es mal günstiger wird oder man vielleicht irgendwann mal ein Schnäpperchen macht, ist das natürlich wieder eine ganz andere Nummer. Ja, und wie gesagt, diese Debatte werden wir immer haben. Und ich bin auch so eher so von meinem Gedankengut, sage ich mir auch ganz ehrlich, diese Diskussion finde ich so sinnlos und ich möchte in dieser Diskussion einfach nicht einsteigen. Ich glaube, es wird auch heute das erste und letzte Mal sein, dass ich darüber rede, weil diese Diskussion ergibt für mich keinen Sinn. Videospiele sind für mich eine Form von Medienkonsum und Medienkonsum kann auch sein Bücher, Filme, Musik, irgendwelche Shows, die ich besuche, was weiß ich nicht. Also in irgendeiner Form, irgendwie, wie wir Medien konsumieren. Und da gibt es heute in Zeiten des Internets natürlich noch weitaus mehr, wie ich jetzt hier nennen kann. Und man pickt sich die Videospiele raus und sagt halt ganz einfach, wer jetzt hier so Ego-Shooter spielt, der wird irgendwann, sagt schon hier, Amokläufer. Das Wort ist mir gerade nicht eingefallen. Das ist natürlich total einfach, das so zu sagen, ne? Aber wenn man jetzt sagt, hier einer, der sich, was weiß ich, vor dem Kumpel eine Lanza-CD reinzerrt und sich dieses ganze Wochenende reinzieht und dann auf einmal sagt, hier, alles klar, ich gehe jetzt auf die Straße und tu das kund, was ich hier höre, darüber darf man jetzt nicht weiterreden. Das ist doch völliger Blödsinn. Oder irgendeiner, der jetzt nur so Bücher in irgendwelche bestimmte Richtungen sieht und dadurch sein Gedankengut in irgendeiner Form manifestiert, sei es jetzt in eine linke, rechte Richtung oder in irgendeine Extreme. Da braucht man sich nicht die Videospiele rausziehen. Und ich weiß nicht, ich war dann auch oft so jemand, ich bin jemand, ich diskutiere richtig gern. Ich rede auch sehr gern. Also ihr dürft mich nicht erleben, wenn ich vielleicht schon mal 2, 3 Bierchen getrunken habe. Da rede ich richtig viel. Aber das sind dann so Diskussionen, wo ich mir dann auch sage, hast du keinen Nerv für. Das muss jetzt nicht sein. Ich nutze dann natürlich so eine Gespräche, nehme ich jetzt mal einen Berliner Jungen, Danny, wenn ich mich dann mal mit ihm auf dem Discord treffe, da kotze ich mich hoch über Gott und die Welt aus. Also es ist halt ein Gleichgesinnter. Du weißt halt, der zockt gern, der macht das gern, steht auf Wrestling. Gleichgesinnten gefunden, man schnackt über irgendwas und da kannst du dich auskotzen. Aber du musst es nicht bei so einen Leuten dann machen. Das stößt eh auf taube Ohren und eventuell werden die euch dann noch ein bisschen kritischer beäugen. Ich sage mal, mit der Zeit, dann kriegt ihr eh besser mit, wen ihr gewisse Sachen erzählen könnt, wem nicht und was weiß ich nicht alles. Und ich, klar, es gibt so eine Leute, die so sind hier pro Konfrontation, die wollen halt Probleme immer angehen und was weiß ich nicht alles, wo ich mir dann aber auch in gewissen Situationen sage, was bringt's? Und da lasse ich's halt. Also das ist meine ganz persönliche Einstellung. Also viele von euch sagen vielleicht, na Christian, du kannst aber dann dem Problem da in dem Sinne nicht aus dem Weg gehen. Aber ohne Mist, was soll ich denn ändern? Mit so einen Leuten brauche ich da nicht reden. Das ist... Nee. Einer, der einen Physik-Nobelpreis gekriegt hat, der tut ja dann auch nicht mit Leuten reden, die gerade mal Physik-Einführungskurs 7. Klasse gemacht haben und sagt dann hier, wir gehen jetzt mal das Problem der Quantenphysik an. Machen wir auch nicht. Ach, Leute. Ich denke mal, ihr wisst ganz genau, was ich meine. Stößchen. Ja, und das war halt so ein Ding. Ich habe garantiert, weil ich mache das hier alles über No Script, also alles aus dem Nischel raus.
Und habe ich jetzt Karten. Habe ich jetzt Karten wegtrainiert? Ja, ne? Krieg das so beim ganzen Reden immer nicht so richtig mit. Ja. Also, ich sag ganz ehrlich, ich bin jemand, ich bin mit diesem Gaming-Sammler- und Zocker-Dasein immer offen umgegangen. Also jetzt mal, um einfach zu so einem Fazit zu kommen, bin damit immer offen umgegangen, habe damit nie Probleme gehabt. Wenn dann natürlich wirklich mal so Diskussionen kommen, bin ich eher so der Typ, der sagt, ich gehe der Sache aus dem Weg, weil ich die Leute nicht bekehren möchte, weil sie ganz einfach in ihrer Meinung so gefestigt sind. Und das kann ich persönlich eh nicht ändern. Ich kann mit meinen typischen Argumenten argumentieren und alles ist gut. Aber irgendwann hast du halt einfach den Nerv nicht dafür, sage ich ganz ehrlich. Aber wie gesagt, komplett zusammengefasst ist bei mir wirklich der positive Aspekt, also wie mir positiv mit diesem Hobby begegnet wurde, ist viel, viel höher als mit den Leuten, die mir negativ entgegengetreten sind. Wenn wir das jetzt wirklich mal so in Prozenten ausdrücken, ich würde es wirklich so 80-20 einteilen. Also wirklich so 80% haben gesagt, entweder okay, kein Problem, oder okay, finde ich geil, oder okay, was holst du denn dir als nächstes für ein Spiel? Ihr wisst, was ich meine. Und die restlichen 20% sind dann wirklich so die Fraktionen, die, oder, wie alt bist du? Wisst ihr, also die Fraktion. Und auf die 20%, da kannst du dann auch sagen, ach komm, dann laber. Ne, also, wie gesagt, wir leben in einem Zeitalter Internet und Foren und Discord und YouTube und Instagram, wo ich mich überall nicht so richtig mit auskenne. Und ihr findet Gleichgesinnte, mit denen ihr darüber reden könnt. Das ist so wirklich so meine persönliche Einstellung dazu. Wie gesagt, wenn es dann wirklich so darum geht, um Beziehungen und was weiß ich nicht alles, stand mir nie im Wege. Nie. Nie. Aber ich sag mal, jeder macht da seine eigenen Erfahrungen, aber man sollte dann eventuell diese Erfahrungen, die man selber gemacht hat, nicht auf die Allgemeinheit projizieren und ja, versuchen den Leuten weiszumachen, dass das für jeden so gelten kann. Ach, das ist aber ein anderes Thema. Das ist wegen dem anderen Video, was ich gesehen habe. Also das ist, ich werde, wie gesagt, und nicht sagen, von wem ich da was gesehen habe. Gut, das wollte ich heute einfach mal so ansprechen in dem Video. Aber wir haben auch noch ein anderes Thema heute, was ich eigentlich so mir so gedacht habe, okay, ich guck mal zeitlich, wie lange das heute hier so geht und was weiß ich nicht alles. Und wir sprechen es heute noch mit an. Wir sprechen es heute mal mit an, weil es auch ein Thema ist, was mich in letzter Zeit so oft geregt hat. Weil es geht wirklich darum, viele, also erstmal grob das Thema an sich, wirklich YouTube als Gewerbe oder wann musst du YouTube als Gewerbe anmelden und was weiß denn ich nicht alles. Ich hatte diese Problemstellung, wir hatten das vor ein paar Monaten auch mal beredet gehabt, wo ich diesen Punkt hatte, dass ich monetarisiert hatte und wo es dann an den Punkt ging, ja, wann muss man es als Gewerbe anmelden. Und das ja wirklich, das ist so faszinierend, wenn man da im Internet unterwegs ist. Es gibt ja so viele Hobbyanwälte und Berater und was weiß ich nicht alles, die die Weisheit mit Löffeln gefressen haben anscheinend. Die was weiß ich in irgendeiner Anwalts- oder Steuerbüro dort einfach in ihrer Freizeit Tag ein, Tag aus dort einfach mal einkehren und mit den Typen dort einen Kaffee trinken. Kommt zumindest so rüber. Aber die erzählen auch komplette Pisse. Das muss man ganz einfach mal so sagen. Leute, wenn ihr wie ich in der Situation sei, YouTube macht und irgendwann monetarisiert, in irgendeiner Form Einnahmen generiert. Und ich meine damit jetzt nicht bloß die Werbeeinnahmen, die ihr durch YouTube macht. Ich rede da auch von, was weiß ich, wenn ihr Merch zum Beispiel verkauft über irgendeinen Anbieter noch mit. Oder wenn ihr Spenden kriegt, was denke ich mal für viele interessant ist, die das jetzt über PayPal dann hier beziehen oder was weiß ich über welche Transaktionsmöglichkeit. Und Leute, ich persönlich war beim Steuerberater und musste mich da wirklich einfach mal beraten lassen. Jungs, wie läuft denn das jetzt? Und Leute, hört auf mit dieser Pisse. 150 € im Monat frei und sowas und dann passiert hier nichts. Fakt ist, wenn ihr im Jahr über 1.000 € einnehmt, ich rede hier nicht von Gewinn, ihr nehmt über 1.000 € ein, müsst ihr, MUSST, groß geschrieben, müsst ihr ein Kleingewerbe anmelden. Fakt, das ist so.
Das ist so. Und alles darunter, selbst das müsst ihr für die Leute, die es interessiert, in eurer Steuererklärung angeben. Weil es ist ein Hobby, mit dem ihr Gewinn, mit dem ihr Umsatz erzielt. Und bis 1000 Euro müsst ihr das in eurer privaten Steuererklärung unter Einnahmen durch Hobby mit angeben. Und dadurch kriegt ihr natürlich weniger Steuer zurück oder müsst mehr nachzahlen. Das ist einfach so. Das ist so, Leute. Und da lasst euch von niemand anderem was sagen. Ich will jetzt hier nicht sagen, dass ich jetzt hier Graf Koks von der Bananenweide bin, der euch da jetzt hier die Welt erklärt. Geht selber zu einem Steuerbüro oder vielleicht habt ihr jemanden, der von Steuern Ahnung hat. Am besten wirklich jemanden, der das auch gelernt hat und nicht hier so ein Hobby-Internet-Akrobaten da. Und der euch da wirklich mal eine Auskunft zu geben kann. Es ist so. Über 1000 Euro Kleingewerbe, unter 1000 Euro Hobby mit Angabe in der privaten Steuererklärung. So, sind wir erstmal bei dem Punkt. Und wenn ich dann nämlich Leute höre, die sagen, wenn ich die Frage, hast du ein Kleingewerbe angemeldet, die da sagen, lohnt sich nicht. Wenn ich diese Antwort höre, lohnt sich nicht. Ob es sich lohnt, interessiert hier überhaupt keine Sau. Es geht darum, ob du musst oder nicht. Wir sind hier in Deutschland. Wir lieben Gesetze. Das ist so. Und du musst über 1000 Euro. Und wenn man sich da bei manchen Leuten anguckt, was da im Stream bei rumkommt, wenn man also jetzt so an Spenden und was weiß ich nicht alles und man dann wirklich mal so diese Frage stellt und ich bin wirklich auch so einer, ich mache das nicht, um den Streamer, um die Leute zu ärgern, sondern ich möchte ganz einfach die helfen, dass die ganz einfach diese Konfrontation, die ich hatte, dass die die nicht haben müssen, dass die ganz einfach auch Probleme aus dem Weg gehen, weil die im Nachhinein noch Riesenprobleme kriegen können. Das ist ganz einfach so, Leute. Deshalb auch Geld, was in Streams bei rumkommt, das muss angegeben werden. Und angegeben meine ich jetzt damit, wenn ihr dann eine Steuererklärung, ist schon wieder eine Titankarte, wenn ihr dann eine Steuererklärung macht, muss das mit angegeben werden. Das Ding ist immer bei Steuererklärung, nichts kann, nichts muss. Wenn ihr das nicht mit angebt, das geht so durch, habt ihr Glück gehabt. Aber es gibt immer wieder Leute, die halt sagen, alles klar, die letzten 5 Jahre ist die Steuererklärung, haben bei dem gar nicht geguckt, wir gucken diesmal ein bisschen genauer hin. Und Leute, das Finanzamt kriegt euer PayPal-Account raus. Das Finanzamt hat sowieso Zugriff auf euer privates Konto oder jegliche Konten, die ihr habt. Und die gucken und die sehen dann, hä, was ist denn dort? Tippi-Stream, Luxemburg, YouTube, Irland? Wo kommt denn da die Kohle her? Die kriegen das raus. Die kriegen das raus. Und dann kriegt ihr Probleme. Und dann gucken die mal in den letzten 5 bis 10 Jahren, was ist denn dabei rumgekommen? Zack. Nachzahlung, am besten noch Verfahren und Strafe dran. Ihr wisst es doch selber, dass hier manche, die Steuerbetrug oder was weiß ich gemacht haben, härter bestraft werden, wie manche, die irgendjemanden eine Dorte niedergestreckt haben. Also jetzt nicht tödlich, aber vielleicht einfach mal ein bisschen vermobbt haben. Das ist so. Und Leute, über 1000 Euro Kleingewerbe anmelden, das ist in dem Sinne kein Problem. Ihr geht einfach, ich weiß nicht, wie das bei euch in der Stadt ist, auf euer Einwohnermeldeamt oder Bürgeramt, was weiß ich nicht alles, ruft dort einfach mal an. Die Leute, ich habe selber die Erfahrung gemacht, die sind schweinenett, das ist vollkommen in Ordnung. Da geht ihr hin, ihr meldet ein Gewerbe an, gibt den schönen Namen. Mein Gewerbe hat einfach den Namen Christian, total cool. Und ja, dann ist es angegeben. Ihr seid dort erstmal auf einer ja, sicheren Nummer. Dann kriegt ihr irgendwann Post von denen zurück, dass euer Gewerbe jetzt wirklich angemeldet ist. Das ist übrigens ein wichtiger Zettel. Heftet den ab und alles ist gut. Und dann müsst ihr euch halt einen Lohnsteuerberater, einen Steuerberater suchen, der dann euch ein bisschen mit unter die Arme greift, der dann mit euch dann auch mal darüber redet, weil selber als Privatperson mit den ganzen Gesetzmäßigkeiten, ich kenne mich da nicht aus. Muss aber auch dazu sagen, ich habe auch die Zeit nicht. Eventuell könnte ich mich damit auseinandersetzen, weil natürlich kann man so eine Lohnsteuererklärung für ein Gewerbe, kommen wir zum nächsten Punkt, kann man die natürlich alleine machen. Jedoch, bei einer gewerblichen Tätigkeit und gewerblichen Einnahmen seid ihr hier gezwungen, das über einen offiziellen Steuerberater zu machen. Es kann immer wieder dieses Scheißwort kann. Es kann passieren, dass wenn ihr das privat macht, dass die Jahre alles gut geht, aber dann ist ganz schwupps mal eine Steuerprüfung da. Und ich wette, als Privatperson kriegt ihr das eventuell nicht so gut hin wie so ein Steuerberater. Das ist so. Und es ist nun mal so in Deutschland. Klar verdient man in irgendeiner Form Geld mit YouTube. Aber dafür geht dann nun mal was für ein Steuerberater weg.
Und dafür geht dann nun mal, wenn ihr dann eure Steuererklärung macht. Da geht dann halt, also mein Steuerberater zum Beispiel, ich weiß nicht, ob stimmt, ich habe ja jetzt auch keine gemacht, das wird ja dann erst nächstes Jahr, hat halt zu mir gesagt, rechne mal so mit einem Viertel bis Fünftel, dass das halt wirklich das Finanzamt haben möchte. Das ist ganz einfach so. Das ist eine Aussage, mit der konnte ich leben, eine Aussage, auf die ich mich jetzt einstellen kann. Und Leute, auch die ganzen unter euch, die vielleicht unter 18 Jahre sind, quasi noch nicht mündig sind und dann jetzt Streams machen und was weiß ich nicht alles und Kohle damit generieren, dann kriegen die Probleme eure Eltern. Also redet wenigstens mit euren Eltern darüber und erzählt ihnen das, was ihr dort macht. Weil die können dadurch dann nämlich echt Probleme kriegen. Ich habe es jetzt sogar so weit mitgekriegt, dass ich selbst meine gewerbliche Tätigkeit, dieses Nebengewerbe YouTube, dass ich das auch bei meinem gegenwärtigen Arbeitgeber mit anmelden muss. Weil den betrifft es nämlich auch. Dann kommt dann nämlich irgendwann eine Steuerprüfung und dann kriegen die mit, du hast hier Angestellte, die irgendwie nebengewerblich noch mit tätig sind und dann können die auch Probleme kriegen. Weil es dann nämlich um so eine Sachen geht mit den Arbeitgeberanteilen in puncto Kranken-, Sozial- und Arbeitslosenversicherung und so eine Geschichte. Das ist alles ein Problem. Und deshalb geht man der ganzen Sache da einfach mit aus dem Weg. Wenn es wirklich nimmt, dieses Zahl wirklich als Richtwert. Geldeinnahmen über 1000 Euro im Jahr, Gewerbe anmelden. Fakt. Alles darunter. Und selbst wenn ihr unter, was weiß ich, ihr habt selbst nur 50 oder 100 Euro eingenommen durch YouTube, müsst ihr das angeben. Ihr müsst es angeben. Gut, mit diesen Amazon Affiliate Links, das ist immer so eine Sache, weil das ja mit Gutschein gemacht wird, dann dort eine kleine Grauzone, die halt so ein bisschen existiert. Aber ansonsten, Leute, wenn es wirklich darum geht, es geht um Geld, was ihr von PayPal kriegt und was weiß ich nicht alles, dann muss das mit angegeben werden. Ich will hier wirklich nicht Korinthenkackermäßig da jetzt so auftreten, sondern ganz einfach, ihr müsst. Viele müssen das einfach mal im Hinterkopf haben, dass es nicht einfach nur dieser Punkt ist, sich hier hinsetzen, Videos machen, Spaß haben, sondern dass ganz einfach auch noch ein bisschen anderes dahinter steckt. Wie jetzt zum Beispiel hat sich die Industrie- und Handelskammer bei mir gemeldet, was da übrigens normaler Werdegang ist, wenn man halt Gewerbetreibender ist. Aber trotzdem muss man sich damit jetzt auch erstmal auseinandersetzen. Und es ist ja nun mal noch so, dass so eine gewisse Beitragspflicht zum Beispiel mit der IHK halt herrscht, wenn es um irgendwelche gewissen Einnahmen geht. Die müssen übrigens höher als 5.200 Euro im Jahr sein. Da bin ich locker nicht, deshalb bin ich da eh beitragsbefreit, aber trotzdem musst du dich bei denen melden, musst dann erstmal wieder klären, hier, so viel ist es bei mir nicht und das musst du natürlich irgendwie belegen und was weiß ich nicht alles, damit du dort von deiner Beitragspflicht halt befreit bist. Auch so eine Sache. Das musst du halt alles mitmachen. Und ab einem gewissen Punkt kommt dann eh das Ding, wo du wahrscheinlich dich in irgendeinem Punkt noch anteilmäßig privat krankenversichern musst. Das sind alles so eine Dinger. Das sind alles so eine Dinger. Und was alles auch komplett Sinn ergibt, weil stellt euch mal vor, ihr geht irgendwie arbeiten. Also gut, nee, es ist, man muss es wirklich für alles eigentlich nehmen. Ihr geht arbeiten und eure 8 Stunden am Tag und macht dann, was weiß ich, noch 4, 5 Stunden am Tag YouTube. Und ihr macht jetzt nicht unbedingt so eine Sesselfurzer-Videos hier wie ich hier, sondern ihr seid draußen unterwegs, ihr fahrt irgendwo rum und was weiß ich nicht alles. Und ihr seid deshalb irgendwann immer krank, habt euch verletzt und was weiß ich nicht alles. Und irgendwann kommt raus, dass es halt wegen so einer gewerblichen Tätigkeit ist. Und ihr seid aber nicht anteilmäßig kranken- und rentenversichert. Da geht's auch ab, Leute. Das ist ein Thema, mit dem muss ich mich zum Beispiel jetzt auch noch auseinandersetzen. Aber das sind natürlich, da müssen dann Summen und Einnahmen generiert werden, wo ich weit von entfernt bin. Aber trotzdem möchte ich natürlich mich ganz einfach schützen und möchte ganz einfach über dieses Thema Bescheid wissen. Ne? Aber da reden wir von Summen, was dort eingenommen werden muss. Und es gibt, das könnt ihr mir glauben, ich habe mir nämlich wirklich mal so den Spaß gemacht und viele einfach mal so angeschrieben und gefragt, hast du Kleingewerbe, machst du das so? Und wo ich von vielen gehört habe, die dann gesagt haben, nein, ich habe mir wirklich so diesen Spaß gemacht. Und da waren auch viel größere YouTuber mit dabei gewesen. Also es gibt genug schwarze Schafe. Und die irgendwann mit den Jahren dann einfach mal Probleme kriegen können. Ich selbst bei so eine Leute, jetzt ist es natürlich noch so, werden einfach noch Exempel statuiert. Was weiß ich, an so Leuten wie Montana Black oder was weiß ich nicht alles. Aber Leute, irgendwann, ich habe diese Aussage gekriegt von jemandem, der beim Finanzamt arbeitet. Mittlerweile, die Finanzämter sind jetzt erstmal mehr beschäftigt mit dem ganzen Thema Internet, Einnahmen durch Internet und in der Internetwelt. Mittlerweile haben sie ein bisschen mehr zu tun mit den eBay-Resellern, die quasi immer wieder Zeug einkaufen, dann wieder teurer verkaufen, was auch eine gewerbliche Tätigkeit nun mal ist.
Und damit haben die jetzt ganz einfach ein bisschen mehr zu tun. Wenn das erledigt ist, Leute, und ich sage mal, das wird irgendwann soweit sein, dann kommen die dann irgendwann mal auf diesen YouTube-Trichter. Das ist ganz einfach so. Das ist eine Frage der Zeit. Und wir sagen mal ganz ehrlich, wenn wir jetzt mal auf Landesebene unterwegs sind, Medienrecht und was weiß ich nicht alles, wie viel da getan wird. Ihr habt es ja mitgekriegt, hier Gronkh, diese ganzen Geschichten hier, Rundfunklizenz und was weiß denn ich nicht alles. Oder bei PietSmiet und die dann alle so diese Problematik haben. Leute, der Bund, die Länder wissen Bescheid, was abgeht in unseren Zimmern hier, die diese Videos machen und dann irgendwann damit Geld generieren. Diese Zeiten mit hier, ich mache hier mal einen YouTube-Kanal und mache ein bisschen Kohle, die sind vorbei. Man muss sich jetzt ganz einfach mit wirklich vielen, vielen anderen Sachen auch noch mit beschäftigen. Und man sollte wirklich, ich rede jetzt so mit euch, wo ich mit der ganzen Geschichte angefangen habe, wusste ich das auch alles nicht. Weil dir erzählt das keiner und YouTube und Google zum Beispiel erst recht nicht. Ne? Also das, du musst dich da wirklich selber mit auseinandersetzen. Und deshalb ist einfach nur mein Ratschlag an euch, also das ist wirklich gefährlich und wirklich nutzt, ich sage zwar immer, schreibt in die Kommentare, aber nutzt dann jetzt bitte die Kommentare nicht, um mir irgendwie Fragen dazu zu stellen, weil bei mir ist das auch nur Wissen, was ich mir jetzt über die Zeit halt angeeignet habe, durch meinen Steuerberater, durch die gewissen Ämter, wo man mittlerweile schon überall war, aber ich kann nicht auf gewisse Einzelfälle ganz einfach eingehen. Das sind so viele Faktoren, die da nebenbei noch mit reinspringen. Nimmt ganz einfach mal diese 1000-Euro-Grenze, die, denke ich mal, wird jeder von euch sich selber beantworten können. Dazu zählen Streams, Werbeeinnahmen, wenn es soweit bei euch ist, Product Placement und was weiß ich nicht. Also zählt dort alles mit rein. Und ich denke mal, die Frage kann sich dann jeder selber beantworten und muss dann halt gegebenenfalls handeln. Das ist so. Ja, das ist so ein Thema, das wollte ich heute auch ansprechen, weil mir das wirklich auf der Seele gebrannt hat, was ich da nämlich so mitgekriegt habe in letzter Zeit, wenn man da wirklich sich mit dem Thema beschäftigt und dann so eine Antworten einfach nur kriegt, wenn man fragt, hier machst du Kleingewerbe und man kriegt als Antwort von Leuten, die das schon Jahre machen, lohnt sich nicht. Wo du dir dann denkst, ey, du Sack, ey, das geht nicht darum, ob es sich lohnt, sondern ganz einfach, weil du musst, Mann. Ah, das regt mich auf, Leute. Das regt mich auf. Das regt mich auf. Das muss ich ganz einfach mal so sagen. Und ich weiß, dass viele unter euch, viele Zuschauer, auch ganz einfach schon ein Stück älter sind und sich definitiv mit dem Thema, mit dem Thema Steuern und so auch schon auseinandersetzen mussten und was weiß denn ich nicht alles. Und die mir da in gewissen Punkten da einfach auch da ein bisschen recht geben können, weil umsonst und geschenkt kriegst du hier nun mal nichts. Du musst dich halt nur mal rechtfertigen für alles, was du an Einnahmen generierst. Und das ist halt bei uns in Form der jährlichen Lohnsteuererklärung oder Jahresausgleich, wie es dann bei manchen tituliert wird. Ja, man muss sich halt einfach damit befassen, ne? Weil es wird sich keiner hinsetzen und dir ganz einfach die Welt erklären. Ich sage mal, und ich habe hier eventuell die Möglichkeit für bei einigen, die entweder mit YouTube anfangen wollen oder schon angefangen haben, da eventuell vielleicht auch mal ein bisschen die Ohren zu öffnen und dass die dort vielleicht einfach ein bisschen aufpassen, weil ich möchte ganz einfach nicht, genauso wie, dass ich hier Probleme kriege. Das ist ganz einfach so. Ne? Und wenn das halt damit verbunden ist, dass man ganz einfach gewisse Anteile ganz einfach an den Staat abdrücken muss, Leute, es ist nun mal so. Du kannst es nicht ändern. Es ist ganz einfach so. Also wie gesagt, passt da auf, Leute. Man kann es wirklich so sagen, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Man muss halt auch immer erstmal gucken, dass man sich dort in dem rechtlich gesicherten Rahmen halt befindet. Ich spreche das auch an, weil ich über die Zeit wirklich von vielen da Fragen und sowas gekriegt habe, vor allem zu der Zeit, wo wir dieses Thema aktuell behandelt hatten, wo es um die Monetarisierung meines Kanals ging und um die YouTube-Partnerschaft. Da haben wir uns kurz darauf dann nämlich auch darüber unterhalten. Und zum Beispiel, das war dann bei mir so, die Monetarisierung, die Bestätigung von YouTube gekriegt, dass ich monetarisieren kann, habe das aber dann noch nicht gemacht, weil ich ja halt erstmal die andere Komponente erstmal klären wollte, dass ich dort auf einer sicheren Seite bin. Und ja, so war das bei mir. Und erst wo das alles geklärt war, habe ich dann auch die Monetarisierung halt zugelassen. Weil ich will wirklich keine Probleme haben. Das ist ganz einfach so. Wo ich allerdings sehr fasziniert bin, wie viele Teile wir heute hier so nebenbei bei dem guten Karl noch geschafft haben. Den will ich, wie gesagt, heute Morgen noch fertig kriegen. Also ich kann die ganze Sache hier, wieder ein Teil, die ganze Sache wirklich entspannt angehen. Und ja,
Das Video ist schon wieder länger geworden, als ich gedacht habe. Aber es war eine schöne Ausgabe und vor allem wichtig ist auch, mir geht's wieder besser. Ich konnte einfach mal wieder rauslassen. Und wir hatten schöne Themen heute. Tiefgründig auch wieder, ne? Also hier so mit Gamer in der Gesellschaft und dann diese ganze Sache mit Kleingewerbe und YouTube und oder Twitch. Ihr könnt das hier übrigens hier mit YouTube alles komplett auf Twitch auch drüber rüber projizieren. Und wer mal ganz ehrlich zu sich ist, wenn man natürlich Geld von YouTube, Tippi Stream, was weiß ich nicht, kriegt, steht auf eurem Kontoauszug oder wenn ihr mal bei Online-Banking mal auf euer Konto guckt, steht immer da meldepflichtig. Da schreiben die nicht ohne Grund hin. Da schreiben die erstmal hin, damit die abgesichert sind. Aber dieses Wort meldepflichtig muss euch eigentlich auch zu denken geben. Ah. Leute, wirklich, mir geht es nicht darum, jetzt hier den Oberlehrer zu machen, sondern einfach ein bisschen euch zu unterstützen und dieser Gefahr und diese Probleme, die ihr dann im Nachhinein eventuell kriegt, dann ganz einfach ein bisschen zu verschonen. Tut euch wenigstens vorher ein bisschen informieren, das ist mir halt wichtig, ne? Gut, Leute, das war heute mal eine krasse Ausgabe, weiß ich selber. Aber wir haben ein bisschen was geschafft. Wir sehen uns, denke ich mal, Montag auf jeden Fall mit Supercard wieder. Genau. Übrigens, morgen Sonntag erwartet morgen bitte keine Universe-Mode-Ausgabe von WWE 2K19. Das ist einfach vom Schnittaufwand, Aufnahme. Ich muss ja Matches einstellen und was weiß ich nicht. Es ist immer so krass. Wir werden dieses Format jetzt immer alle 2 Wochen bringen. Ne? Also diese Woche zum Beispiel, sage ich euch, wird für Universe Mode Showcase halt kommen. Und nächste Woche kommt dann nämlich Universe Mode und 2 Wochen später ist dann nämlich Halloween. Da werden wir dann wieder schön Halloween Havoc zusammen machen bei Universe Mode. Nur für die, die es interessiert und jetzt auch noch hier eingeschaltet haben. Die wissen, dass wir noch da sind. Gut, Leute, das soll es jetzt aber gewesen sein. Lang genug wieder gewesen, das Video. Ich danke euch auf jeden Fall vielmals, dass ihr eingeschaltet habt. Und würde einfach mal sagen, Keep on Wrestling und wir sehen uns in der nächsten Ausgabe. Macht's gut, Leute. Ciao.